Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Prison Architect Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Prison Architect in einer in der finalen Release Version V2. Und ja, wir wollen hier ausbauen vom ganz ganz kleinen in den super 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 großen Supermax Knast. Und ja, wir sind da immer noch kräftig dabei. Wir haben schon aufgestockt, 30, 35 Gefangene können wir haben. Geht nicht ganz auf, ne? Wir haben jetzt 5 Stück hier vorne drin. Wir würden noch 10 unterkriegen. Komische Sounds haben wir gerade irgendwie. Haben wir wieder einen Soundbug? So, es sind 7 Grad draußen. Acht Grad. Oder 47 Grad Fahrenheit. Es kommen 10 neue Gefangene jetzt. In 47, 45 Minuten. So, Häftlinge bereit für Bewährung. Oh, wir haben keine Bewährung. So. Das heißt, wir sollten uns vielleicht mal so ein paar Dinge überlegen, was wir machen können. Also, wir bräuchten einen Besucherraum. Es würde sich anbieten, den Besucherraum hier vorne hinzubauen. Wir müssen den Hof eh verlegen. Das machen wir jetzt auch. Ich glaube, das ist ganz gut. Ganz guter Einstieg für heute. So, falsch. So, wir machen hier, machen wir den Hof. Das ist auch neu. Zoomen zur Maus. Das ist auch lustig. Hat er nämlich früher nie gemacht. Da war es egal, wo die Maus war. Es ist nur rein rausgezoomt. Kann man auch alles umstellen. Wenn man das möchte. Wenn man sich so ans alte System gewöhnt hat, kann man das auch umstellen. Ich habe echt überlegt, ob ich es umstelle, aber nee. Wir lassen es mal. So, wo rennen die Jungs denn jetzt hin hier? Die rennen durch die Personaltür, durch die Leichenhalle, durch die Krankenstation, über den Hof. Mhm, interessant. Interessanter Weg. Ja, ich weiß auch, warum sie das tun. Wir sollten die Tür hier entriegeln. Und die auch entriegeln. Eventuell können wir auch die hier entriegeln. Und die auch. Also wir haben sozusagen einen offenen Eingang. So, die Tür hier müssen wir auf jeden Fall entriegeln. Also das neue Menü ist schon echt interessant. Da muss sogar ich mich erstmal dran gewöhnen. So, Räume, Hof. Das ist auch interessant. Habt ihr das schon gesehen? Das ist auch neu. Du siehst, wo die Räume sind, die du hast. Falls du Räume suchst. So, das ist jetzt der Hof. Dann machen wir hier die Handelbanken hin. Hier die Telefone hin. Und
und stellen. Ja, stellen hier einen Billardtisch hin. Informationen. Banden haben wir noch keine. Informanten haben wir leider auch noch keine. Hier wurden Werkzeuge gestohlen. Wie kann jemand hier ein Messer stehlen? Ergibt irgendwie keinen Sinn, da müssten die ja da reingekommen sein. Da gibt es aber keinen Eingang zu. So, jetzt sind hier auch schon welche. Hier vorne sind auch noch welche, aber die werden nach diesem Hofgang wird dieser Hof komplett abgebaut und komplett da drüben aufgebaut und komplett rüber verlegt und dann bauen wir hier andere Gebäude. Mir hat jemand geschrieben, dass er einzeln stehende Gebäude cooler findet. Ich eigentlich auch, aber, und jetzt kommt das Aber, einzelstehende Gebäude haben einen Nachteil. Sie sind einerseits nicht mehr so wärmeeffizient, weil die Außenwand immer kalt wird. Sie sind zweitens so, dass du viele Mauern doppelt und dreifach bauen musst, was ja nicht unbedingt jetzt sein muss. Das kostet nämlich unnötig Geld. Und es verbraucht mehr Platz. Und da wir auf einer kleinen Karte spielen, was schwerer ist, wie auf einer anderen Karte zu spielen, meiner Meinung nach, haben wir keinen Platz. Und hier außenrum das muss ja Luftlinie sein zum Knast, damit da keiner was einwerfen kann. Wir haben übrigens noch nicht festgestellt, dass hier einer was eingeworfen hätte. Und das sagt mir, dass die in Gebäude scheinbar nichts reinwerfen können. Ist denen vielleicht aufgefallen oder es hat hier noch keiner versucht. Kann natürlich auch sein. So, wir nehmen Räume und wir machen diesen Hof hier weg. Dann reißen wir hier die Wand ab, aka den Zaun. Ups. Das hier ist auch Hof. So, damit haben wir den Hof jetzt hier drüben. Dann können wir jetzt hier noch einen Billardtisch aufstellen. Dann noch zwei Telefone dazu machen. Dann noch drei Handelbanken aufbauen. Und wir haben unseren Hof erstmal hier. Ich bin am Überlegen,
Wir machen das jetzt auch mal so. Ich versuch's mal, ob ich das noch hinkrieg. Dass ich erst Mauern baue und dann einen Raum daraus mache. Ein Raum an sich ist aber, glaube ich, billiger, als wenn ich erst Mauern baue und dann einen Raum daraus mache. Ist ehrlich gesagt doch Schwachfug gewesen, was ich hier gemacht habe. So. Dann wollen wir jetzt mal einen Raum bauen aus Betonwand. So, Zugang und los geht's. Und das wird jetzt doppelt interessant, weil wir bauen jetzt zusätzlich Schleusen ein. Was der Sicherheit von unserem Knast mit Sicherheit zuträglich ist. So, wir brauchen da drin noch keine Lampen. Wir machen aber erstmal hier zwei Lampen hin. Ich bin gerade am Überlegen. Wir machen es so. So, strategisch ist es sinnvoll, hier zuzumachen. Und hier zuzumachen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum, dann ist das eine ganz einfache Geschichte. Einmal haben wir hier die Einzelhaftzellen. Das lassen wir auch verriegelt. So, jetzt können wir den Bereich nämlich sperren für Personal. Also, Moment, wir gucken. Wir können sperren. Da kommt keiner rein in den Bereich, in das Areal. Das hat den Vorteil, dass wir hier oben offen lassen können. Und dann können die hier durchrennen. Und das läuft alles super. Das kriegen wir gut hin. Jetzt bauen wir einen Besucherraum. Oh, ich muss mir das abgewöhnen. Das wird immer dunkel, wenn ich hier so drüber gehe. Seht ihr das? Dann wird der Bildschirm immer dunkler. Da erschrecke ich mich. Besucherraum. Da haben wir einen Besucherraum. Das hier soll der Besucherraum werden. Wir können Besucherkabinen bauen oder Besuchertische. Besucherkabinen sind eigentlich besser. Ich bin gerade am Überlegen, was Sinn macht. Ich drücke andauernd den falschen Knopf, ey. Also wir haben viel Geld jetzt ausgegeben, aber das gibt der zentrale Besucherraum bei uns. Jetzt müssen wir zusehen, dass da keiner durchmarschiert.
Okay, nicht erreichbar. Ich verstehe warum. Wir machen hier eine Holztür hin. Das ist schon abgeriegelt. Ich bräuchte eigentlich gar keine Mauern mehr. Hier kommt keiner raus. Sehen wir auch gleich, wenn wir hier auf Einsatz gehen. Seht ihr das? Es wird keiner rauskommen. Das ist super. Das ist super. Dann brauchen wir nämlich hier auch nur eine ganz normale Holztür. Dann ist hier einfach kein Durchgang. Das ist wie eine Wand. Das hier bräuchte ich gar nicht. Das mache ich eigentlich nur, um optisch zu zeigen, es ist wirklich abgedichtet. Das ist jetzt... Ups, Entschuldigung. Das ist jetzt blöd. Okay, der kommt raus. Sehr gut. So, dann können wir nämlich jetzt hier auf Einsatz gehen und können sagen, okay, dieser Bereich hier. Wie ist das, wenn ich sage, nur für Personal, Besucher können da trotzdem durchlaufen, soweit ich weiß. Das ist der Besucherraum für die Leichtgefangenen. Aber wir haben momentan nur leicht Gefangene, also können wir das eigentlich ignorieren. Und es gibt die ersten Besucher. So, Einsatz. Wir holen uns einen Cop, den wir hier hinstellen und... Einer geht hier Patrouille. Haben wir noch genug Leute, die da dafür? Also, das ist schon mal sehr gut. Wir kriegen jetzt hier einen richtigen Besucherraum hin. Hier kommen die Besucher rein. Das ist überhaupt kein Problem. Die laufen alle hier durch die Rezeption. Und dann können die nur außen hier an den Besucherplätzen Platz nehmen und dann können die Gefangenen von hier unten reingehen. Was wir noch machen könnten, damit das ein bisschen besser läuft. Wir machen hier so einen Platz raus. Das pflastern wir alles. Das passt. So, das ist der neue Besucherraum. Ich bin jetzt gerade am gucken, gab es dafür ein Programm oder gibt es dafür ein Programm? Zuschüsse, Besuchsrechte. Drei Besuchertische. Ja, mindestens drei Besuchertische auf. Das ist jetzt wieder toll. Wir machen mal eine Razzia. Wir brauchen noch ein paar illegale Drogen. Wir haben fünf Heckenscheren gefunden, die eingeschleust werden sollten. Okay, das ist ein Luxusartikel. Leider keine Drogen. Wir brauchen 10 illegale Narkotika. Ich glaube, wir brauchen mehr Wächter. Kann das sein? Also uns fehlt irgendwie Personal. Wir haben zu viele Wachen fest eingeplant. Stellen wir noch vier Stück ein.
Ja, da haben wir eine. Das ist Alkohol, das zählt, glaube ich. Ja, wir haben 40%. Aber wir könnten das Geld echt gut gebrauchen. Für das, was wir sonst noch vorhaben. Gut, welche Reihe haben wir? Besucherraum haben wir. Gemeinschaftsraum wird helfen. Dass, wenn wir wieder was frei haben, dann könnten wir loslegen. Wir können noch einen Unterrichtsraum bauen. Oder unser Gefängnis auf 50er Kapazität erhöhen. Wir haben momentan 30er. Das heißt, wir brauchen so einen Zellenblock für 20 Zellen. Die würden wir auch hier unten noch hinkriegen. Oder sogar hier nebendran. Allerdings bräuchten wir dann einen Weg, der praktisch hier durchführt, raumintern. Dass sie nicht hier entlang laufen, weil dann wird wieder Kram drüber geworfen. So, eine Sache nur gefunden. Schade, schade. Aber der Besucherraum ist schön. Der Besucherraum, der wird uns lange erhalten bleiben. Auch für größere Gefängnisse. Oder auch wenn das Gefängnis größer wird. Bleibt uns dieser Besucherraum definitiv erhalten. Weil der ergibt einen Sinn. Versteht ihr? Wir haben einen Eingangsbereich, wir haben einen Bürobereich, Verwaltung. Wir haben hier eine Rezeption, wo Gefangene und alles durchgehen muss. Wir haben hier einen Personalraum. Der Raum, den müssen wir noch gucken, was wir da reinmachen. Wahrscheinlich eine Waffenkammer. Und dann haben wir hier einen Zugang zur Küche und hier einen Zugang zum Besucherraum. Und trotzdem ist Gefängnis durch die Tür abgeriegelt und kann durch die Tür hier nochmal extra abgeriegelt werden. Das einzige Problem, was wir haben, die zwei Türen werden vermutlich nicht dafür gefeit sein, dass wir hier nicht durchkommen. Ich bin deshalb am Überlegen, ob ich hier noch ein bisschen erschweren soll. Das geht eigentlich relativ einfach, indem ich hier einen Zaun baue. Indem ich hier vorne eine Personaltür reinmache. Und dann praktisch hier so eine Art Schleusenwettbewerb veranstalte. Vier Türen, die im Notfall geschlossen werden können. Die Tür wird normalerweise entriegelt, aber wenn ich auf Einschließen gehe, gehen alle Türen zu. Auch die entriegelten. Es wird alles verriegelt und geschlossen. Und damit haben wir hier dann auch einen Schwachpunkt sicherer gemacht. Wenn es eine Revolution gibt im Knast, machen wir den Knopf. Dann sind die Ärzte schon mal mit zwei Türen gesichert. Eventuell durch die Gefangenen gefährdet. Aber immer noch eine Tür als Sicherung. Und hier hinten, der Hinterausgang, der ist mit vier Türen gesichert. Und hier vorne, das ist auch mit, ich weiß gar nicht, mit 1, 2, 3, 4 Türen. Wenn sie die hier durchbrechen, weil die einfacher sind wie die hier, dann haben wir hier noch Sicherheitstüren und hier noch Sicherheitstüren. Also, ihr seht schon, ja, wir gehen hier auf Sicherheit pur. Dass im Falle des Falles können wir ein Knöpfchen drücken und dann ist alles verriegelt und dann geht uns keiner mehr hier verloren. Ja, es ist die große Frage, was machen wir als nächstes? Unterrichtsraum bauen dauert länger, weil die Allgemeinbildungsprogramme, das geht so schnell nicht. Wir können natürlich versuchen, illegale Narkotika ausfindig zu machen, allerdings ist es schwer, was in unseren Knast reinzubringen, also habe ich mir dann ein Eigentor gelegt. Hätten wir das ein bisschen unsicherer gemacht, wären ständig Zigaretten oder andere Sachen reingeschmuggelt worden, Alkohol, und das hätten wir dann ganz einfach finden können, da hätten wir 15.000 für gekriegt. Also es war ein Fehler, das so dicht zu machen. Die Häftlingskapazität könnte man noch steigern. Das wäre das Einfachste.
Indem wir hier einen Zellenblock hinbauen, dass wir auf 50 kommen, dann haben wir schon mal 20.000 mehr. Und die brauchen wir, um weiteres Land dazu zu kaufen. Also irgendwo müssen wir anbauen. Das Problem ist, für 20.000 so viel mehr Platz gibt es gar nicht. Ja. Dürfte ruhig ein bisschen mehr sein. Darf es ein bisschen mehr sein? Ja, aber sicher darf es ein bisschen mehr sein. So, Mahlzeiten. Wir kriegen hier scheinbar die Mahlzeiten für die Anzahl nicht gebacken. Ich vermute mal, wir haben gerade ein Kochproblem. Die sind beide mit anderen Dingen beschäftigt. Stellen wir noch zwei Köche ein. Dass das hier ein bisschen schneller vonstatten geht, dass wir mehr Mahlzeiten zubereitet bekommen. Ich glaube nicht, dass es am Herd liegt. Kochen die schon das Frühstück oder wie? Die kochen scheinbar schon Frühstück. Ja, aber die kriegen es auf jeden Fall hin. Das ist schwierig. Wo sind die denn? Der eine trägt Vorräte rein. Okay, das lasse ich mir gefallen. Aufräumen tut hier niemand, oder wie? So, die gehen duschen. Also wir sollten es eigentlich hinkriegen, dass jeder was zu essen bekommt. Ja, jetzt haben sie auch wieder Zeit, das Essensgeschirr einzuräumen und dann mal anfangen zu spülen. Die anderen holen Vorräte. Ein Hammer haben sie rausgeholt. Also über den Weg können natürlich auch Alkohol und so weiter reingeschmuggelt werden. Und wenn da Alkohol oder weiteres Zeugs reingeschmuggelt wird, dann ist das eine dufte Sache, weil das wird hier unser illegales Narkotika-Problem früher oder später lösen. So, zwei Leute haben nichts zu essen, oder wie? Wieso sind zwei Leute hungrig? Haben wir nicht genug gekocht? Wo haben wir denn? Ich muss so nah ran, dass der Herd auftaucht. Das ist ätzend. So, dann ein Kühlschrank. Sollte hinhauen normalerweise. Wir erweitern das ein bisschen. Dann kriegen die besser gelagert und kriegen mehr zubereitet. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht weiter hier runterbauen, sondern dass wir hier eine Lücke lassen, dass die hier durchgehen können. Sonst kriegen wir da ein anderes Problem. So, das läuft. Jetzt ist Arbeitszeit und Einsparzeit. Mittags machen wir Freizeit.
Ich glaube, das müssen wir machen, dass die sich selbstständig duschen können oder telefonieren können. Ja, weil sonst fühlen die sich nicht frei und dann geht's so ab. Ja, dann fühlen die sich ungerecht behandelt, weil sie eingesperrt sind, ohne dass sie was angestellt haben. Innerhalb vom Gefängnis. Also, dass sie im Gefängnis weggesperrt werden, ist... Also, man muss das so sehen. Die werden ins Gefängnis gesperrt und können nicht hingehen, wo sie hingehen wollen. Aber im Gefängnis selbst wollen die sich frei bewegen können. Einigermaßen. Sonst drehen die durch. Und ihr seht's auch, das lässt sofort nach, wenn sie auf den Hof dürfen. Weil jetzt können sie telefonieren und können Sport machen und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Problem. Wir testen das mal aus, ob das ein Problem ist. Ja, wenn die dann nämlich mittags wieder nicht dahin dürfen, dann könnte es passieren, dass der Stresslevel wieder ansteigt. So, aber ich sehe, der Part ist schon eine halbe Stunde lang und deshalb machen wir hier mal Pause. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Nick Frei zockt. Prissenarchitekt in der Release-Version V2 und ja, ich würde es gerne, wie gesagt, ein bisschen öfter bringen. Und ich bin am Überlegen, was ich dafür schnellstmöglich beende. Ob ich RimWorld bleiben lasse, was ich überhaupt nicht kann. Oder ob ich Capitalism Lab bleiben lasse, wo ich ab einer gewissen Größe an der Komplexität scheitere, wenn die KI-Manager einfach nicht das tun, was ich von denen erwarte. Ich habe momentan eh ein großes Zeitproblem, weil ich mich privat wieder ein bisschen dem Hobby WoW-Spielen gewidmet habe. Allerdings nicht so suchten, wie das andere tun. Also ich glaube, auf meinem Server laufen schon die ersten 104er rum. Ich habe noch keinen einzigen 101er. Das zeigt, wie sehr ich suchte. Nämlich gar nicht. Sondern ich spiele das so ein bisschen zum Entspannen. Und ja, daneben bin ich am Formel 1 trainieren, damit ich die Setups hinkriege. Wenn da mal Basis-Setups sind, dann läuft das auch besser. Aber ich muss erstmal für jede Rennstrecke erstmal ein Setup bauen, von dem aus du dann weiterarbeiten kannst. Und ja, ich weiß halt auch nicht. Ich bin da momentan, bin ich irgendwie zeitlich sehr eingespannt in tausend Dingen, wo ich mir die Frage stelle, okay, was bleibt da unterm Strich von? Und deshalb bin ich am Überlegen, ob ich das ein oder andere Projekt ein bisschen einstelle, dafür ein paar Sachen besser und häufiger bringen, wie zum Beispiel, also nicht einstelle in dem Sinn, sondern halt nicht mehr weiterspiel, wenn es denn gescheitert ist. Also ich würde gerne mal wieder Mad Games spielen. Da ist ja auch wieder einiges Neues reingepatcht worden, nachdem was ich mitgekriegt habe, oder Bugfixes gemacht worden oder wieder erleichtert worden oder wie auch immer. Also ich würde gerne mal wieder Mad Games spielen und ich würde gerne öfter Prison Architect bringen. Und ja, dann haben wir noch Radsport jeden Tag und Formel 1 jeden Tag und dann ist der Zeitplan aber auch schon richtig voll. Und deshalb bin ich da ein bisschen am Gucken. Ich würde gerne öfter Mad Games und, ach Quatsch, öfter Prison Architect spielen. Entschuldigung, jetzt habe ich beinahe was Falsches gesagt. Weil ich wurde auch gefragt, wann kommt die nächste Folge und so weiter. Also von mir aus gern jeden zweiten Tag. Nur da muss ich irgendwas anderes entweder auf zweitägig umstellen oder ganz rausstreichen. Und das ist so eine Sache, ja. Dinge umstellen und rausstreichen. Das kann zu Problemen führen mit anderen Leuten, die was anderes sehen wollen. Aber gut, wie gesagt, Prison Architect bin ich halt am gucken, ob wir das nicht ein bisschen besser hinkriegen, dass ich das öfter mal spielen kann. So, jetzt bin ich aber raus und sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.